Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Thomas Bareis. Herzlich willkommen. So, Herr Bareis, Sie kommen nicht alleine, Sie bringen auch noch jemanden mit, habe ich gehört, zumindest wird da gewunken, oder? Ja, dann einfach Carsten Linnemann von der CDU ist auch mit dabei, kurzfristig. Und ich darf auch noch jemanden vorstellen, nämlich Nico Umauf, Vorstand von Citizen Fi und Mitinitiator von Alarmstufe Rot. Und Nico, ich würde vorschlagen, stellst du dich auf die Seite, Sie beide kommen in die Mitte. Und dann sind wir sehr gespannt. Herr Bareis, Sie sind der verantwortliche Staatssekretär für den Rettungsdialog mit der Veranstaltungswirtschaft. Sie stehen in sehr engem Kontakt mit den Verbänden, mit den Initiatoren. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Sie schauen jetzt hier, nicht wie beim Update, in eine Kamera, sondern in sehr viele Gesichter von Menschen, die verzweifelt sind. Und die große Frage ist natürlich, bevor wir gleich zu den Antworten kommen, die Sie uns hoffentlich geben, wie hat sich der Prozess für Sie als Vermittler zwischen der Alarmstufe Rot, den Verbänden und der Regierung gestaltet? Jetzt ist mein herzliches Hallo allen zusammen. Schön, dass Sie heute da sind und schön, dass Sie ein ganz, ganz starkes Zeichen auch der Solidarität heute senden. Auch das ist, glaube ich, wichtig für uns heute im Deutschen Bundestag, in der Regierung, an einem Tag, wo es wirklich ja nicht ganz einfach ist. Wir haben heute die Gespräche zu den weiteren Maßnahmen. Ich komme gerade direkt aus der Ministerpräsidentenkonferenz und Peter Altmaier ist noch drin und lässt Sie recht herzlich grüßen. Und wir haben heute sehr, sehr schwierige Gespräche, aber dennoch glaube ich, dass wir auch heute ein Signal senden wollen, nicht nur der Maßnahmen, nicht nur der Sicherheit, sondern wir wollen auch heute ein Signal senden, dass wir den Unternehmen helfen wollen, nochmal besonders helfen wollen, die jetzt die nächsten Wochen nochmal schwerer von der Pandemie getroffen sind. Und wir wollen auch ganz klar uns an der Seite von Ihnen allen stellen. Und wir wollen gemeinsam mit Ihnen dafür kämpfen, dass es Ihre Branche auch noch in einem halben Jahr geben wird, dass Sie auch noch weitermachen können und dass wir Sie auch in einem Jahr erfolgreich arbeiten können. Das ist unser großes Ziel. Und deshalb haben wir die letzten Wochen sehr intensive Gespräche geführt. Wir hatten sehr tolle Runden gehabt, wo wir wirklich sehr im Detail Dinge besprochen haben, auch gefragt haben, wo können wir auch den Unternehmen in allen Größenklassen helfen. Wir haben, glaube ich, schon einiges geschafft, müssen noch einiges tun. Und ich glaube, auch heute wird nochmal ein großer Schritt gemacht, dass, wie gesagt, Ihnen allen geholfen wird und wir diese ganz schwere Zeit auch gemeinsam bestehen werden. Ja,